Hi du, heute zeige ich dir, wie wir Portobello-Schnitzel machen. Das ist ein vegetarischer Schnitzel. Sehr einfach, wirst du auch gleich erkennen, warum. Und ja, wenn du mal sehen willst, wie das geht, dann bleib doch einfach dran. Portobello-Schnitzel gehen folgendermaßen. Du brauchst einfach nur Portobello-Champignons. Und das sind einfach diese Riesen-Champignons. Du siehst hier einmal, super, die kleben an den Deckel, sodass sie das runterbrechen. Und das ist ein Riesen-Champignon hier. Der Durchmesser hier so groß wie meine Hand. Und wenn er nicht gebrochen wäre, wäre es auch ein ganz geiles Video. Jetzt habe ich nur einen Schnitzel, und zwar dieses hier. Und was machen wir dafür? Wir werden einmal hier den Stiel etwas rausschneiden. So, wir werden gleich diese Seite marinieren und diese Seite einfach nur hier oben den Kranz, würde ich sagen, ja, marinieren, beziehungsweise als Schnitzel panieren, damit wir es gleich schön braten können. Ja, und hier machen wir den Rest irgendwie so in die Pfanne. Bevor wir das jetzt hier alles panieren für unser Schnitzel, werden wir einmal die Kartoffeln vorbereiten. So, als Kartoffeln nehme ich mir hier Kretjes, die sind aus Holland. Bei uns in Deutschland heißen die Schmörkes. Das sind einfach kleine Kartoffelchen, schon geschält und ich glaube sogar vorgegart. Und die werden wir jetzt einmal kurz marinieren, Schnellmarinade ab in dann die Pfanne geben zum Anbraten. Die brauchen nämlich 12 Minuten zum Anbraten. Genauso wie die Schnitzel hier, die ich machen werde. Und dann ist das alles ja wirklich schon gegessen, das Thema hier. Dazu einfach aufschneiden, beiseite geben. Denn wir werden jetzt einmal kurz eine Marinade machen. Marinade bestehend aus Olivenöl. Und dann nimmst du das Olivenöl, was du bei dir rumstehen hast. Ich nehme jetzt hier 3 Esslöffel sehr gutes Olivenöl. Kann ich dir auch nur empfehlen, ein bisschen mehr Geld auszugeben, weil du schmeckst das wirklich. Wenn das andere schon aufgefallen ist, dass es so scharf ist im Hals oder so, wenn du Hochwertiges hast, dann ist es nicht scharf im Hals. Das ist dann wirklich so richtig, wie soll ich sagen, ja, angenehm, ein bisschen grasig, je nach Sorte, was du da hast. Sehr, sehr lecker auf jeden Fall. So, Salz, Pfeffer, Windfall muss da dran. Dann nehmen wir uns Rosmarin und Paprika edelsüß. Jetzt kommt auf jeden Fall ein gestrichener Teelöffel Rosmarin dran und erstmal einen halben Teelöffel Paprika edelsüß und dann alles mal einrühren. Am besten Pfannen schon mal vorheizen und wir rühren hier in die Marinade noch etwas Tomatenmark rein. Und zwar werden wir davon einen Teelöffel nehmen und das alles noch glatt rühren. So, und dann die Kartoffeln dazugeben und unterrühren. Die Kartoffeln, so wie sie sind, einfach in die Pfanne geben. Die ganze Marinade noch dazu, alles mitnehmen, rauskratzen. Und verteilen. Die Pfanne ist auf niedriger Hitze und die werden jetzt hier 12 Minuten angebraten. Für die Champignons werden wir jetzt einfach das ganz normal panieren, wie wir es uns auch gemacht haben immer. Wir beginnen mit 2 Eiern und zwar, weil ich denke mal, eins reicht und das verquillen wir erstmal und geben auch noch ein bisschen Salz und Pfeffer dazu. Vorher aber noch etwas Mehl in die Schüssel geben. Dann nehmen Sie einfach ganz normales 405er Mehl. Und dann nehmen wir uns natürlich noch ein paar Semmelbrösel, verteilen wir die ein bisschen. Und dann machst du das wie beim Panieren. Das haftet auch sehr gut dran, du siehst es einmal hier. Und diesen dann einfach ins Ei geben. Ruhig so ein bisschen wie ein Rad bewegen, dass alles schön benetzt ist. Wenn wir das alles benetzt haben, geben wir das noch in die Brotkrumen hier. Semmelbrösel heißt es ja. Und dann können wir das schon in die Pfanne geben. Diesmal gibst du ruhig etwas Öl in die Pfanne. Diesmal kannst du auch normales Pflanzenöl nehmen. Ich nehme jetzt hier auch kein spezielles, so ein Färberdistelöl. Das kriegst du für ein paar Centbeträge im Supermarkt. Einmal durch die Pfanne schwenken, das Öl verteilen, sich aufheizen lassen.
Und dann legst du einfach deinen Champignon da rein. Und dann lässt du ihn jetzt an allen Seiten bräunen. Und kannst auch ein bisschen die Flamme hochdrehen. Und das dauert jetzt wirklich so 4-5 Minuten. Und in der Zwischenzeit werde ich einmal den anderen vorbereiten. Nun mache ich noch einen kleinen Salat. Und ich habe hier Spinat. Den werde ich jetzt erstmal übereinander legen. Den habe ich vorhin gewaschen. Und dann werde ich einmal ein paar Strümpfe abschneiden. Das ist nämlich kein Babyspinat, sondern es ist schon etwas älterer Spinat. Also der etwas größer ist. Und dann werde ich den in Streifen schneiden. Der kommt dann am Rand hin. Und dann kommen da noch ein paar Radieschen dazu. Und zwar einfach nur Radieschen nehmen und dann runterschneiden. So, ich habe ein bisschen Öl in die Pfanne gegeben. Die Pilze werden jetzt noch rundherum braun. Du musst sie vielleicht ein bisschen ankippen. Ich habe jetzt zwei Pilze übereinander gelegt und dann ein bisschen gekippt. Und so sieht es jetzt aus, mein Salat. Hauptsache, es ist so, dass es lecker ist. Und dann in kleine Stifte runter. Das sieht jetzt so aus, jetzt ziehst du ein paar Sachen von unten nach oben und durchmischt das ein bisschen, so dass es etwas wilder aussieht und nicht so draufgeklatscht. Das Auge ist ja auch mit. Die Kartoffeln sind jetzt fertig. Sind golden und ein Ticken bräunlich von der Tomate. Die geben wir jetzt einmal drauf. Sieht ja schon mal richtig lecker aus. Probier mal. Sehr gut. Aber auch verdammt heiß. Meine Fresse. So, dann ist der Champignon jetzt fertig. Und ich zeige euch mal, wie der aussieht. Und dann legen wir den gleich oben drauf. So sieht er jetzt von unten aus. Schön gebräunt von allen Seiten. Hier ein bisschen knuspriger geworden. Und dann legen wir diesen da drauf. Und haben dann unseren gewaltigen Teller mit Kartoffeln. Oder mit angebratenen krossen Kartoffeln, mit einem richtig schönen vegetarischen Schnitzel und einem schönen Salat, den wir gleich mal mit Essigöl einfach nur würzen werden, habe ich ganz vergessen. Und dann würde ich sagen, ist das ein mega leckeres Rezept. Und ja, läuft, würde ich sagen. So, jetzt probieren wir mal. Richtig gut. Der Pilz ist so, das, was du paniert hast, ist richtig schön kross. Der Pilz an sich hat noch seinen schönen Eigengeschmack. Und also diesen Geschmack von gebratenem Pilz. Hier ist es so, die Seiten, wo sie gelegen haben, sind richtig schön kross. Aber die sind verdammt heiß von innen. Da müsst ihr echt aufpassen. Richtig lecker. Schöner Crunch hast du dann im Mund. Und durch das Tomatige bekommt das alles noch so eine schöne, wie soll ich sagen, ja, tomatige Note. Mit dem Rosmarin, das passt wunderbar zusammen. Und die Kartoffeln, die sind einfach so, einfach so eine richtig schöne goldene Kartoffel. Ich finde das richtig, richtig lecker. Ich mache jetzt ein Foto davon, bin raus, schreib mir dein Lieblingsrezept in die Kommentare. Und ja, dann würde ich sagen, bin ich raus. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder.